Hallo, heute schauen wir uns die vollständige Induktion über die Summe der ungeraden Quadratzahlen an. Das heißt also 1 hoch 2 plus 3 hoch 2 plus 5 hoch 2 plus 2n minus 1 hoch 2. 2n minus 1 ist natürlich wieder eine ungerade Zahl, gleich n mal 4n Quadrat minus 1 durch 3. Fangen wir so an wie immer mit dem Induktionsanfang. Das heißt also, ich setze zunächst mal n gleich 1 ein. Das soll ja für alle n Element n gelten. Dann haben wir dann ja hier einen Summanden nur, 1 hoch 2. Das kann ich daran sehen, wenn ich hier n gleich 1 einsetze, steht hier 1 hoch 2 und weiter geht's nicht. Das heißt also, hier haben wir dann 1. Das ist das Ergebnis der linken Seite. Und 1 eingesetzt jetzt hier, 1 mal 4 mal 1 minus 1. Dann das Ganze noch durch 3. Da kommt auch 1 raus. Das ist die rechte Seite. Also gilt für n gleich 1, linke Seite gleich rechte Seite. Und damit die Behauptung. Der Induktionsanfang. Dann machen wir jetzt den Induktionsschritt. Der geht von n nach n plus 1. Der benötigt die Induktionsvoraussetzung. Die sagt ja wiederum 1 hoch 2 plus 3 hoch 2 plus und so weiter plus 2n minus 1 hoch 2 gleich n mal 4n Quadrat minus 1 durch 3 gilt für ein n Element n. Zu zeigen, dass das eben auch für n plus 1 gilt, also lasse ich die Summanden noch einen weiterlaufen. 1 hoch 2 plus 3 hoch 2 plus und so weiter plus 2n minus 1 hoch 2. So, jetzt statt n, n plus 1 einsetzen. 2n plus 1 minus 1 gleich. Und jetzt hier an der Summenformel statt n, n plus 1 einsetzen. N plus 1 mal 4n plus 1 in Klammern zum Quadrat. Minus 1, also immer darauf achten, nicht einfach nur einen draufzählen, sondern statt n, n plus 1 einsetzen. Und das Ganze jetzt dann nochmal durch 3. Und das wollen wir jetzt beweisen. Hier haben wir dann auch wieder eine linke und eine rechte Seite. Wir beginnen einfach mal mit links. 1 hoch 2 plus 3 hoch 2 plus 2n minus 1 hoch 2 plus, das multiplizieren wir dann schön nochmal aus, 2n plus 1 hoch 2, das ist ja 2n plus 2 minus 1 ist dann 2n plus 1. So, und das zerlegen wir dann jetzt wieder. Und wir müssen ja die Induktionsvoraussetzung anwenden. Die finden wir dann hier wieder. Und die gilt ja für ein n Element n. Und dieses n haben wir dann hier jetzt gefunden. Dann sagen wir dann hier, das ist jetzt n mal 4 n Quadrat minus 1 durch 3. Das rechnen wir dann jetzt einfach weiter aus. Und hier hinter da, dieses Ding muss ich natürlich separat hinten dran schreiben. 2n plus 1 hoch 2. Was machen wir nun? Alles einfach ausrechnen. N mal 4n Quadrat sind 4n hoch 3 minus, so n mal minus 1 gibt minus n. Und das Ganze dann durch 3 plus, hier haben wir dann schöne binomische Formel wieder. 4n Quadrat plus 2 mal 2n mal 1
a Quadrat, 2ab und b Quadrat, also 1 hoch 2. Dann rechnen wir das aus. 4 Drittel n hoch 3 minus n Drittel plus 4n Quadrat plus 4n plus 1. So, was haben wir dann insgesamt raus? 4 Drittel n hoch 3. So, wir haben hier 4n Quadrat. Die bleiben. Und jetzt kommen wir dann 4n minus 1 Drittel n sind 3 2 Drittel n. Ich mache da mal alles in Drittel. Das hier sind 12 Drittel, 4n sind 12 Drittel und 1 Drittel abziehen sind 11 Drittel n und dann noch die plus 1 dahinter. So, das ist das Ergebnis der linken Seite. Jetzt muss ich die rechte Seite sozusagen nur ausmultiplizieren. Das machen wir dann. N plus 1 mal die 4n plus 1 zum Quadrat. Kann ich ja schon mal auflösen. Die binomische Formel. Und jetzt kann ich hier drin dann mit der 4 multiplizieren. 4n Quadrat plus 8n plus 4 minus 1. 4 minus 1 sind natürlich 3. Und jetzt ausmultiplizieren. So, n mal 4n sind 4n hoch 3 plus 8n Quadrat plus 3n, das wären die ersten drei. Jetzt kommt dieselbe Zahl nochmal einfach dahinter, weil ich nehme das ja alles mal 1. 1 mal 4n Quadrat sind 4n Quadrat. 1 mal 8n sind 8n. Und 1 mal 4, 1 mal 3 sind 3. Und das Ganze dann durch 3 geteilt. So, und dann rechnen wir das jetzt zusammen. Das hier sind 8n Quadrat plus 4n Quadrat sind ja zusammen 12n durch 3 sind 4n Quadrat. Also 4n hoch 3 plus 12n Quadrat plus, so, 3n und 8n sind 11n plus 3, das Ganze nochmal durch 3 geteilt. So, dann geht's weiter damit, dass ich den Bruch auflöse. Das heißt denn, 4 durch 3, n hoch 3 plus 12 durch 3 sind 4n Quadrat plus 11 durch 3 sind 11 Drittel n. Und 3 durch 3 sind 1. Sehe ich dann wieder schöne Sachen. Ganz hervorragend ist dieses hier, die linke Seite, gleich dem, was auf der rechten Seite rauskommt. Also gilt rechte Seite gleich linke Seite. Behauptung gilt für n aus n. Für n plus 1. Also gilt Behauptung für alle n Elemente natürlichen Zahlen. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal.